Pakete bekommen? Genauso einfach wie Briefe. Kann das funktionieren? Wir haben es getestet. Das ist ungefähr so breit wie ein Briefkasten, würde ich sagen. Ob da dann auch alle Pakete reinpassen? Der Trick ist dieser schwarze Sack. Da sollen mehrere Pakete Platz haben. Angeblich sogar diebstahlsicher. Das wäre wirklich praktisch. Es wirkt auch sehr stabil, das Material. Man sieht auch, dass da so Fäden mitverarbeitet sind. Ja, dann müssen wir das Ding nur noch montieren. Ob der Sack am Ende ein Safe ist, wie es der Name verspricht, testen wir später. Zuerst die Montage. Bis auf das nötige handelsübliche Werkzeug wird alles mitgeliefert. Jetzt geht es ans Befestigen. Wie ein herkömmlicher Briefkasten, natürlich in der Nähe der Eingangstür. Also das ging jetzt echt leicht. Wenn man ein bisschen bohren kann, Dübel rein, zack. Unser Redakteur befestigt den Paketbriefkasten mit 3 Schrauben. Jetzt kommt der schwierige Part. Ganz so einfach geht es dann doch nicht, weil das Material relativ dick ist. Jetzt ist hier unten so ein Klettverschluss, den man dann hier oben fixieren kann. Und dann sollte der gut verstaut sein. Die Benutzung ist einfacher. Klappe öffnen, befüllen, Schlaufe zuziehen, fertig. So ist der Paketbriefkasten einsatzbereit. Dafür ist es nicht nötig, in einem Eigenheim zu wohnen, denn das System gibt es mittlerweile auch für Mehrparteienhäuser. Aber wie sicher ist das Paket in dem schwarzen Sack? Ist hier das Paket drinnen, oben durch das Schloss verschlossen. Also man kann das Paket jetzt nicht einfach rausklauen. Da kriege ich die Hand kaum rein. Wenn man versucht, den wegzureißen. Ist schon gut fest. Also einfach so nebenbei mal klauen funktioniert nicht. Das Paket scheint sicher zu sein. Sicher sein wollen auch die Hersteller und liefern viele Aufkleber. Da ist sogar eine Bedienungsanleitung für die Paketboten dabei. Das System ist ja schließlich neu. Mit der Anleitung sollte jeder Bote den Paketkasten nutzen können. Zur Sicherheit haben wir noch einen sehr auffälligen Pfeil platziert. Jetzt dürfte nichts mehr schiefgehen, oder? Aber vorher noch ein Praxistest. Bin ich mal gespannt, wie viele Pakete in den Paketsafe wirklich reinpassen. Redakteur Sebastian spielt Päckchen-Tetris. Die kleineren passen ohne Probleme rein. Bei den größeren stößt er aber an seine Grenzen. Bei den großen wird schon schwierig. Der passt gar nicht mal so gut rein. Oh. Hat aber Platz. Doch eine Fernseherbestellung hat keine Chance. Jetzt kommt der spaßige Part. Wir bestellen online, viel und bei verschiedenen Transportdienstleistern. Eine Kamera beobachtet, ob die Paketboten mit dem neuen System zurechtkommen. Davon sind jedenfalls die Erfinder überzeugt. Und sie haben den Briefkasten neu erfunden. Thomas und Josef Singer sind Cousins und hatten ein Problem, das wir alle kennen. Beim Postboten warte ich auch nicht, bis der klingelt und mir die Post persönlich übergibt. Warum muss ich das bei den Paketen machen? Deswegen haben sie den Briefkasten für Pakete erfunden. Alles fängt 2015 im Keller von Thomas an. Dort bauen sie die Prototypen und fertigen auch die ersten Bestellungen. Heute reicht der Keller nicht mehr aus, aber das Produkt ist gleich geblieben. Das Besondere? Das Material. Das soll vor Diebstahl schützen. Damit man jetzt keine Pakete klauen kann aus dem Paketsafe, haben wir in den Sack ein Edelstahlnetz eingearbeitet. Das schaut dann so aus. Und man sieht jetzt hier anhand der Maschengröße eben, man würde kein Paket rausbekommen. Und man kann auch nicht mit dem Messer einfach so durchschneiden. Reden reicht nicht. Wir wollen es sehen. Also ran an den Sack. Aber größer als das bekomme ich es einfach nicht hin, weil das Edelstahlnetz das verhindert. Da passt tatsächlich kein Paket durch. Bisher überzeugt uns der Paketbriefkasten. Aber zurück zu unserem Test. Wir haben online bestellt und warten auf die Pakete. Damit die auch sicher bei uns landen, brauchen die Paketboten eine sogenannte Abstellerlaubnis. Die muss unser Redakteur noch ausfüllen. Einmal im System erfasst, dürfen die Zusteller die Pakete auch ohne Empfängerunterschrift im Safe deponieren. Die Stunde der Wahrheit. Wir haben 3 Pakete online bestellt. Wie viele landen im Paketbriefkasten?
der eindeutig nicht neben dem Gartenhaus ist. Das Paket hat es nicht mal bis zur Haustür geschafft. Zwei weitere liegen unter dem Paketbriefkasten. Dabei haben wir alles deutlich beschriftet. Scheinbar kennen die Paketboten das System noch nicht. Da müssen die Erfinder wohl noch einiges an Aufklärungsarbeit betreiben. Problem? Ist ein Paket im Briefkasten, kann kein weiteres in den Sack. Wenn man bei mehreren Dienstleistern bestellt, wenn jetzt zum Beispiel DHL, Hermes und DPD kommen, dann hat nur der erste Glück, weil danach ist das Schloss zu. Die Erfinder empfehlen, schon bei der Abstellerlaubnis entscheiden, welches Paket in den Safe soll. Die Alternative, ein Zweitschlüssel für Paketzusteller seines Vertrauens, eine oft genutzte Lösung. Die Idee für einen sicheren Paketbriefkasten für 175 Euro ist gut, wenn es auch noch an der Umsetzung ein bisschen hapert. Aber vielleicht muss man der Sache nur etwas Zeit geben.